Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute mal gibt es die beste Klasse zu der Grau 5,56. Einmal für den Multiplayer und einmal für Warzone. Ich habe echt vermehrt wieder die Anfrage bekommen, ob ich nicht mal dazu ein Video machen kann. Und ich habe wirklich schon den Eindruck, als ob die wirklich die meistgespielte Waffe ist in Modern Warfare. Vorher war es ja die M4 so gefühlt. Aber jetzt spielt wirklich jeder die Grau. Vor allem in Warzone spielt wirklich jeder. Und davon lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Schreibt gerne in den Kommentare rein, welche Waffe ihr am meisten spielt und was eure Lieblingswaffe natürlich ist, ganz klar. Und lasst, wie gesagt, auch gerne ein kostenloses Abo da, würde mich sehr unterstützen. Und viel Spaß mit dem Game. Ja, Freunde, wir haben jetzt 10 nach 7 an einem Dienstag und ihr seht, neue Playlist, dreckiges, altes Hausboot. Rust Shipment und Shoothouse in Moshpit. Geile Playlist, starten wir rein. Ja, wir starten rein mit der Grau auf der Map. Shoothouse. Schmeckt. Und ihr seht das Visier, es ist einfach nur köstlich, wirklich. Am Anfang habe ich gedacht, so, wo die Waffe rauskam, beziehungsweise wo ich das Visier getestet habe, habe ich gedacht, oh mein Gott. Aber man muss wirklich sagen, dieses Visier ist einfach nur geil. Man hat so eine krasse Präzision damit, man trifft alles, wenn man natürlich nicht packweisen würde. Also macht echt unfassbar Spaß. So, ich sehe mal, ich treffe jeden Schuss so, wisst ihr, wie ich meine? Es ist so leicht zu aimen mit diesem Visier. Ich weiß nicht warum, ne? Weil die Sicht einfach frei ist, ne? Es ist einfach ein offenes Visier, ein sehr dünnes Visier, es versperrt nicht die Sicht oder so. Es macht einfach Laune, ihr seht's, Freunde, ihr seht's. Es ist einfach köstlich. Nice one. Wow, hallo, weg hier. Boah, der hat mir so gesnackt auf der Entfernung, ey. Ich sag's euch, der Lauf ist die Lösung. Was hat der für ein Skin, Alter? Der war ja bunter wie ein Papagei. Mal her, zack, alles rappelt, alles laut. Safe Schrottplatz. Nein, noch Mann, Digga, wo war der denn schon wieder? Es tut einfach weh, Bruder. Es tut einfach weh. Ich suche Gegner und die sind wieder zu zehnt in dem Haus da drin, ne? Er spielt die Grau mit so einem Visier. Oh mein Gott, mir wird schlecht. So solltet ihr die Grau nicht spielen. So solltet ihr die Grau spielen, Freunde. Maschala, einfach die Hübsche. Sag, komm mal her, Minion. Boah, ich habe so Angst hier bei dieser Stelle, ne? Das ist eigentlich ein absolutes Todesurteil, hier durchzugehen. Die Mates, lass mal hier auf ihrem Bruderbasis C einnehmen. Ja, also bei dem Namen, er nimmt wahrscheinlich nie im Leben eine Flagge ein. Boah. Ja. Digga, das war nicht schlau von dir durchdacht, mein Sohn. Digga, mein Gott. Ey, Alter, jeder liegt irgendwo rum, campt irgendwo rum. Das ist echt nicht mehr witzig, so. Ihr seht, Freunde, zwar das Gameplay ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber, Freunde, wenn ihr Kills macht, das ist ja einfach nur köstlich. Und ich hätte fast verämmt, wenn sie ist gestorben. Ja, Freunde, ich zeige euch jetzt mal die beste Klasse für die Grau, für den Multiplayer. Hier starten wir rein mit dem Waffenschmied und mit dem wichtigsten Aufsatz, wie ich finde, und zwar beim Lauf. Den Tempo 26,4 Archangel-Lauf. Grund dafür, ihr seht jetzt gerade die Vorteile. Die Präzision geht richtig gut nach oben, genauso wie die Reichweite und die Kontrolle. Und das ist, wie gesagt, von den vier Läufen, finde ich, der beste. Und was auch noch sehr, sehr krass ist, ist das Iron Sighten. Denn durch den Lauf verändert sich das Visier. Und ihr habt mit dem Visier so eine krasse Präzision, müsst ihr unbedingt mal austesten. Was ich dann auch ganz wichtig finde, ist dann der XRK Strike Light 3 Schaft. Ne, Gehgeschwindigkeit beim Zielen. Ihr denkt jetzt vielleicht, ist jetzt nicht so spürbar. Ich finde ihn echt richtig gut, Freunde. Müsst ihr mal testen. Ist sehr, sehr stark. Davon machen wir dann weiter mit dem Griff. Und hier habe ich mich dann für den Kron Sniper Elite Griff entschieden. Ihr seht hier Vorteile, Zielstabilität und Zielstabilität beim Laufen. Der zweite Vorteil ist also, dass ihr schneller nach dem Sprinten im Visier seid. Und ihr seht hier, Präzision geht ein gutes Stück nach oben, genauso wie die Kontrolle. Finde ich sehr, sehr wichtig. Dann das 50er Schussmagazin statt dem 60er Magazin. Damit seid ihr mal ein bisschen mobiler unterwegs und ja, ihr habt trotzdem gut Schüsse im Magazin. Dann kommen wir zum Unterlauf. Hier habe ich mich dann für einen Kommando-Vordergriff entschieden. Ihr könnt aber auch dann hier den Kron Shark 2 Vordergriff nehmen oder den Ranger-Vordergriff. Müsst ihr ein bisschen testen. Ich finde aber den Kommando-Vordergriff bei der Waffe am stärksten. Mein Teammate heißt Kleines Baby 53. Gut. Digga, wo willst du hin? Mein Gott, Alter.
Nein, wag es dich. Lass mich bloß in Ruhe, mein Freund. Zack, weg mit dir. Boah. Ich hab das noch irgendwo einer, ne? Ja, der ist in der Ecke hinten. LOL, was ein Leck? Hallo? Ach, Digga, das kannst du jetzt voll in die Tonne treten. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? Ach du Scheiße, was ist. Digga, was ein Todesleck gerade, ne? Ganz, ganz miese Situation gerade für mich. Ah, nein! Oh Gott, wie ich ihn nicht gehört habe. Aua. Nein. Nein. Digga, als ob wir so ein Vitol machen. Oh mein Gott, es ist ja gerade absolut. Alter, wie lebe ich denn noch? Moin, Digga. Alles fit bei dir oder was ist hier los? Digga, wie kommt. Nein, 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 nein. Das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Als ob die hier reinrennen. Hallo, was ist hier los? Nein. Nein, nein, nein. Ich hoffe nicht, dass der auch wieder oben rumliegt, ne? Da haben wir ein großes Problem miteinander. Outplayed sein Vater. Nein. Als ob die das spawnen, Digga. Was zur Hölle? Ach, Digga, das ist einfach Schmutz. Also, wenn der Video jetzt von ihm ist, quitt ich direkt, ne? Es ist. Er ist von ihm. Ich muss ihn noch kurz töten. Komm her, du Arsch. Ja, und raus. Ja, Freunde, jetzt zeige ich euch die beste Grauklasse für Warzone. Und diese Klasse hat es in sich. Ist einfach Shift- und Warentest eine 1 plus mit Sternchen. Probiert sie unbedingt mal 1:1 so aus. Die ist einfach nur heftig. Wir gehen rein in den Waffenschmied. Natürlich standgemäß der Schalldämpfer Monolith. Ist einfach ein Pflichtaufsatz für Warzone. Die Reichweite geht nach oben, Geräuschdämpfer, das heißt, man hört eure Schüsse nicht. Und zum anderen werdet ihr nicht auf der Minimap angezeigt, wenn ihr schießen solltet. Zum anderen, wie gesagt, auch der Tempo 26,4 Archangel-Lauf ist einfach eine Maschine. Das ist ein Pflichtaufsatz, wie ich finde, bei der Läufen, also bei der Grau allgemein. Ihr seht hier, also Reichweite, Präzision und Kontrolle geht da oben. Alles, was man für Warzone braucht auf Distanz, ne, ganz klar. Dann beim Unterlauf, wie gesagt, den Kommando-Vordergriff. Ihr könnt aber auch jeden anderen testen. Ihr müsst ja euch ein bisschen selber reinfuchsen. Ich finde aber den ersten Unterlauf am stärksten. Dann, was sich geändert hat, im Gegensatz zum Multiplayer, den 60er-Schussmagazin, weil manchmal hat man 2-3 Feinde oder wie auch immer. Und zum anderen schlucken die Feinde auch mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Die brauchen mehr Schüsse, bis sie down gehen, whatever. Und ihr habt auch längere Distanzen, deswegen braucht ihr mehr Kugeln zum Töten, ganz klar. Und zu guter Letzt beim Griff auch nochmal hier Kronsniper Elite. Griff, ganz wichtig, Zielstabilität und Zielstabilität beim Laufen geht nach oben. Also wie gesagt, diese Klasse ist eine absolute Maschine. Einer kommt. Ich hab ihn. Einer K.O. Hitbreak, K.O. Einer K.O. Der andere läuft hoch. Stark. Das ist aber noch einer. Ich muss den Typen holen, also ich habe hier keinen. Oh, mach schon mal. Hab ihn. Einer ist gefinisht. Nice, stark. Hab einen. Hab noch einen. Da ist aber noch einer. Hab noch einen. Ich bin einfach krass, Bruder. Einfach besser. UFO 361. Hab einen. Hab ihn gefinisht, den einen. Einen links, links runter. Oh, hinter uns. Einen habe ich. Noch einer, hab ihn auch. Leute, noch 8.
Hier noch einer, hab ihn auch. Oh mein Gott, Digga, was mach ich hier gerade? Einfach drauf schießen. K.O. Noch irgendwo einer, da bei ihm. Shieldbreak, hab ihn. Kopfschuss erwischt. Hab ihn. Hab ihn. Ist noch einer! Oh Gott! Hier, zwei sind tot hier. Einen habe ich. Einer Hits, auch K.O. Na, ah, oh, fuck. Einer ist hier down. Shieldbreak. Hab ihn tot.